So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Corsair. Heute wollen wir uns ein bisschen aufbauen. Wir sind am Anfang des Levels. Wir haben ja im letzten Part schön eine Fregatte eingenommen. Die ist doch soweit ready. Mit 83.000 hat die Ware. Also das ist definitiv jetzt unser Körperschiff. Wir werden gleich mal auf große Körpermission gehen. Ne, okay, haben wir alles schon verkauft. Die Grafschaft. Genau, wir wollten Spione kaufen. Ein paar sind ja schon am Start. Hier eine schöne Brick, 70.000. Irgend so ein Kackschiff, ein Kutter. Der interessiert uns nicht wirklich. Jetzt mal drücken wir hier I, damit wir die Informationen angezeigt bekommen. Ja, das ist so eine kleine, schöne Funktion. Ich habe mich ja jetzt mit den Shortcuts angefreundet. Kann ich nur empfehlen. Guck mal, da haben wir doch schon mal... Ach, wir sehen auch die vom Gegner an. Ja, das ist natürlich geil. Das ist ja richtig geil. Gut, der Gegner wird primär natürlich immer volle Besatzung haben. Aber es ist trotzdem für uns eine schöne Info. So, 13.000, naja, ist okay. Aber nach wie vor, also I, auf jeden Fall, ja, wir sehen jetzt genau, wir haben noch 184 Leute, das ist super. Schön, dass wir das in Folge, weiß ich gerade gar nicht, 19, 20, 22, ich weiß es nicht. Zusammengerechnet mit Staffel 1, Folge 50 oder so aufhält. Aber okay. Nehme ich. Hier, kannst du unterstützen? Schaffst du das? Nee, macht ja nichts. So, haben wir zwei Kapper-Fregatten, das ist geil. Schnell Besatzung, sonst haut uns die böse Brigantine da weg. Da ist ein Pirat. Nee, schnappen wir uns nochmal. Ich hoffe, die gewinnen jetzt. Ja. Okay. Schön. Hier zurück. Das wird verkauft. Die Runde fängt gut an. Kann mich nicht beklagen. Ja. So. Das sind garantiert Waren an Bord, oder? Du bist so ein neutraler Fuzzi. Ja. Ja, schön. Dann bist du Nummer 3. Na, eigentlich kannst du Nummer 1 sein und du Nummer 2. Tja, und jetzt ist die Frage, wo ist hier noch was Neutrales? So, die kaufen... Na. Da ist was. Ja, da sind wir. Da ist was. Ja, dann segeln wir doch mal dahin. Also ein Schiff lassen wir hier. In der Nähe. Mit dem anderen segeln wir mal dahin. Wir brauchen unbedingt Spione. Wir müssen sehen, was abgeht. Wenn wir nicht sehen, was abgeht, dann ist das scheiße. Ja, guck mal da. Das Weiße nehmen wir auch. Ui, wieso brennt denn das so? Das ist aber nicht gut. Eieiei, guck mal da. Fährt eine böse Galeone. Da müssen wir aufpassen. Nicht, dass sie uns weghaut. Aber die ist auf jeden Fall ein Ziel. Die werden wir uns noch schnappen. Da werden wir auch gar nicht so lange warten. Weil 480 ist eigentlich kein Problem. Aber das hat sich schon eher gelohnt. Ich habe die Fregatte verkauft. Ich bin so dumm. Das habe ich letztes Mal auch schon geschafft, im letzten Part, die Fregatte zu verkaufen. Läuft gar nicht. Ja, es ist, wenn man so schnell sein will, dann funktioniert es nicht. Wir müssen mal ein bisschen Geld umschichten, damit das funktioniert. Ne? So lang. Ja, schon zu viel, was willst du? Ich hab schon wieder die Fregatte verkauft, das gibt's doch gar nicht. Bin ich dumm? Wieso sehe ich das denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt wird's langsam peinlich, ey. So. Schnappen wir uns.
Ist die voll? Ja. Ah, die Brigantine. Gefährlich. Ich versuch's mit dem Bot. Jo, sehr schön. Jetzt müssen wir aufpassen, wir haben nur noch 60 Mann insgesamt. Okay, easy. Dann bist du Nummer 3. Meine Nummer 1 ist ja kaputt, stimmt. So. Sieht sehr gut aus. Dann haben wir jetzt 3 Fregatten. Da ist die Galeone. Würde ich schon mal sagen, wir gehen auf die Jagd. Oder? Schnappen wir uns jetzt schon die Galeone? Hm. Können natürlich auch warten, bis sie bei uns in der Nähe ist. Bum, bum, bum. Ist hier sonst nichts oder was? Guck mal, Luai ist doch garantiert auch eine Grasstadt, oder? Ach. Jo, guck mal, den nehmen wir. Was haben wir da? Ja, nehme ich auch. Töcke. Also diesmal ganz wichtig, das Schiff nicht verkaufen. Der geht? Ah, wenig. Okay, weg. Okay, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ganz schlecht. Zu viele. Die hat auch bloß 1000. Das ist wieder so ein verkauftes Schiff. Okay, wir müssen aufpassen. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Na, guck mal, die wollen es wissen. Die wollen so ein Konto einnehmen. Ungünstig, ungünstig. /26/20, das schaffe ich. Ja, man, gut, dass die Pinasse noch gekommen ist. Ansonsten hätten wir nämlich ein Problem gehabt. Pinasse ist jetzt echt die Rettung gewesen. So. Sollte man nur beim Management nicht verkacken, ansonsten haben wir ganz viele Schiffe verloren. Da ich heute schon zweimal eine Fregatte verkauft habe, ist das aber durchaus möglich. Das läuft gar nicht. Aber die Franzosen sind wieder stärkste Macht, das heißt, die werden wir uns als erstes verknüpfen. Ja, gerne. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal einen Überblick verschaffen. Das reparieren wir. Dann natürlich erstmal Besatzung. Dahin. Der ist heile. Der hat 700.000. Wir werden gleich mal ein bisschen was bauen. Dahin. Na komm, reparieren wir noch ein bisschen. Zack. Hier eine schöne Fregatte wieder mal. Ohne Ware, okay. Ne, komm, dahin. Dahin. Brigantine. 86, 83.000. Auch nicht schlecht. Können wir gleich mal ausbauen. Die Holländer konnten die Flotte von Qingxi nicht aufhalten. Sie müssen verhindern, dass diese Region geplündert wird. Wenn es ihnen gelingt, Qingxi gefangen zu nehmen, bringen sie die Organisation der Piraten... Was? Durcheinander. Ah doch, okay. Ja, das kennen wir durch... nee, nicht durch, sondern von den Franzosen, ne? Da mussten wir ja den Piraten aufhalten. Okay, das wird interessant.
Aber ich sag mal so, wir haben eine fette Flotte und richtig viel Geld. Also ich habe eigentlich keine Bedenken. Du hast gar keine Nummer. Zwei. Ach so, du warst die 2. Ups. Oben. Da komme ich nicht ran. Ich versuch's mal manuell. Vielleicht habe ich ja Glück. Obwohl es schlecht aussieht, oder? 10 gegen 26, ne, das brauchen wir nicht versuchen. Das ist okay. Da können wir auch mal verlieren. Das macht nichts. Wir bauen uns gleich 2 Fregatten. Ne, Quatsch, Galeonen. Und dann gehen wir auf Carpathur. Ach guck mal, das Ding hat 8 Gold. Okay. Oh, da war irgendwas Galeonenmäßiges. Nicht gut. Nicht gut. Okay, wir sammeln jetzt auf jeden Fall unsere Flotte. Das ist nicht gut, was hier abgeht. Aber wenn die Piraten hier aufräumen, habe ich damit eigentlich kein so großes Problem. Das können sie gerne machen. Wir bauen uns auf jeden Fall erstmal 2 Galeonen. Und dann gucken wir weiter. Ey, wir müssen verhindern, dass die Piraten die Galeone da entern. Das wäre fatal. Ist das euer Ernst? Ja, ernst? Warum? Bisschen dumm, aber gut. Ey, lass den in Ruhe. So, ich glaube, die Galeone ist hier oben, oder? Ja. Guck mal da. Die schnappen wir uns. Und jetzt schon wieder. Mit einer Brigantine. Ne, da gehe ich mit. Brigantine gehe ich mit. Die haben wir auch. Sehr schön. Also das können wir schaffen. Jetzt geht's hier langsam echt ab. Piraten, Franzosen. Die anderen mischen sich nicht ein. Ja, ist nach wie vor Mission Nummer 9, ja. Oder 10. Ich glaube 10. Also es wäre gut, wenn wir das schaffen, weil dann haben wir da oben eine Brigantine. Und die hat garantiert Money an Bord. Dann können wir die nämlich ausbauen, also das Konto. Dann ist das schon mal sicher. Weil da oben ist auch nichts in der Nähe. Das ist echt ein richtig ungünstig gelegenes Konto. Ja. Ja, 79.000, gell. Da gehe ich mit. So, ihr beide geht auch mal da hoch. Wir sammeln die jetzt ein bisschen. Verbesserung des Schiffs abgeschlossen. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir können immer noch keine Korvette bauen übrigens. So, die Spirit und die Constellation. Ja. Ja, Galeone braucht auf jeden Fall so um die 50.000.
Koromatan wurde erobert von den Piraten. Ja, von mir aus. Ja, ich weiß nicht, inwiefern es schlecht ist, wenn die Piraten es haben. Treiben die Handel? Also ich weiß, dass sie Schiffe bauen, das ist ja bekannt. Aber treiben die Handel? Ja, schnapp dir den, der will es. Also wenn die natürlich Handel treiben und ihr Geld immer noch vermehren, dann haben wir ein Problem. Vor allem hat diese Galeone, die wir erobert haben, nur 1000. Ernsthaft jetzt? Okay, Karaga wurde erobert von den Piraten. Also eventuell haben wir ein Problem. Aber nur eventuell. Übung. Ist auch nicht schlecht. Dann bauen wir doch mal die Festung aus. So, dann kannst du dich da oben hingesehen. Das hängt gerade übelst. Ich glaube, hier ist richtig viel los auf der Map. So, die sind ja alle voll. Dann Gruppe 2. Die Festung auf jeden Fall. Leuchtturm auch, damit ich was sehe. So. Dann schnappen wir uns doch mal das erste Kontor. Westen. Von der Brigantine. Ja, da gehe ich wieder mit. Ah, guck mal, hier ist die Galeone. Okay. Was? 8 gegen 26? Ja, da ist bestimmt noch ein Schiff dazugekommen, okay. Tja, Galeone. Pirat mit der Galeone, das ist heikel. Das ist so richtig heikel, da müssen wir aufpassen. Da kaufen wir unserem Korsaren am besten auch eine Galeone, damit wir überhaupt eine Chance haben. Naja, ist ordentlich Action hier auf der Map. Piraten haben leider nie Geld. Ich habe noch genug Geld. Ich kaufe mir eine Galeone, sicher, sicher. Ja, die Piraten sind echt ordentlich unterwegs. Müssen wir echt gucken, wie wir das machen, Mann. Das gefällt mir nicht. Der nimmt jetzt ein Konto nach dem anderen von uns ein. Tja, lege ich dem eine Falle? Das ist jetzt die Frage. Was ist denn der nächste Konto? Da, guck mal, das ist schon mal ein Piratenkonto. Tricky. Guck mal, das ist nicht mal ausgebaut, denn das Ding hat keine Festung. Tja, wenn ich jetzt wüsste, was er als nächstes angreift. Wahrscheinlich das, genau.
Ich würde sagen, wir segeln dem mal entgegen. Vielleicht schaffen wir das ja. Also Corsair ist schon mal sicher. Galeone ist gut. Dann haben wir 4 Fregatten. Damit können wir auch ordentlich Schaden anrichten. Wir müssen halt nur gucken, wie wir klarkommen. So, das hat er. Dann wird er ja wahrscheinlich als nächstes das hernehmen, oder? Das wäre auf jeden Fall logisch, wenn er das hernimmt. Dann segeln wir da nämlich mal hin. So. Aber wir sind wieder am Ende. Wir machen jetzt hier einen Cut. Und dann geht's in der nächsten Folge auf jeden Fall. Wir machen noch keinen Cut. Also wir müssen den Piraten kriegen, Mann. Wenn wir den kriegen, dann ist vorbei. Dann machen wir halt wieder ein bisschen länger. War das gut? War das gut? Ich glaube, das war gut. Es kommt keine Nachricht, dass wir verloren haben. Okay, war ja nur eine Sidequest, gell? Ja, gut. Dann, wie gesagt, wir machen jetzt hier einen Cut. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter mit der Rückeroberung der einzelnen Kontore. Ja, die Piraten haben ein bisschen viel, das gefällt mir nicht. Franzosen haben noch 3. Ja, kriegen wir hin. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder alle Kontore einnehmen. Dann werden wir uns zum Schluss dem hier widmen und dann gucken wir mal. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.